Im Frühjahr ziehen die Leitfischarten der Donau zum Laichen in die Zubringer. Einer dieser Laichflüsse ist im Bereich des Nationalparks Donauauen die Schwechat. Der Aufstieg zu den Laichplätzen und auch das Laichen selbst bringen die laichenden Fische oft an die Grenzen ihrer physischen Leistungsfähigkeit. Querverbauten werden oft zu unüberwindbaren Hindernissen während des Laichzuges. Gerade der Renaturierung von Gewässern kommt besondere Bedeutung zu, da sie die Lebensbedingungen der Fische im Habitat verbessern. So wurden auch an der Schwechat schon größere Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Diese Gewässerstrecken werden wieder zur Kinderstube der Jungfische. Sie bieten den Jungfischen den optimalen Lebensraum zum Aufwuchs. Auch kleine Nebengewässer und deren Mündungen in die Zubringer sind oft ein bevorzugtes Biotop der Fischbrut und ermöglichen ebenfalls optimalen Schutz. Starkregen und länger anhaltende Regenfälle sind der Auslöser für das Anschwellen der Pegelstände in den kleinen Bächen und den Zubringern zur Donau. Gerade diese Hochwasser während oder unmittelbar nach der Laichzeit verursachen große Schäden im Bereich der Fischbestände. Insbesondere unter den kurz zuvor geschlüpften Jungfischen, den Leitfischarten an Donauzubringern. Genauso schnell wie das Hochwasser anschwillt, geht es auch zurück. Der Schaden ist jedoch enorm. Die Normalität kehrt wieder an den Zubringern ein. Wie viele Jungfische in der reißenden Brühe überlebt haben und zu adulten Leitfischen heranwachsen werden, ist nicht vorhersehbar. Dieser Lebenszyklus sichert den Erhalt unserer Fischbestände.